Hallo Freunde, an Epic Zeit. Ja, das muss auch sein. Es ist ein bisschen was passiert, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und zwar kann man... Ja, fangen wir anders an. Ich habe ja gesagt, dass ich quasi ein bisschen zu schwach war für die ganzen Sachen, die ich da gemacht habe. Demnach habe ich, wie ihr hier oben seht, ein bisschen gelevelt. Und zwar, glaube ich, von 9 auf 12. Zeige ich euch mal, wie ich kurz verteilt habe. Ich habe natürlich Schwerter immer auf Max gehabt. Das ist meine Hauptdamage-Quelle. Hier habe ich ein bisschen nachgezogen, Magierstäbe, und weil ich habe mir hier neue Magiestäbe geholt, sieht man hier, Konstitution bin ich jetzt am Max, also am Max dieser Leiste, ich weiß nicht, was danach noch kommt, Rüstung 11, und zwar aus dem folgenden Grund, weil, warte mal, jetzt sieht man das, glaube ich, hier, ich habe mir auch eine neue Rüstung geholt, eine Plattenrüstung, ja, und die ist schon gar nicht so scheiße. Was noch, ja, ich habe hier unten einen neuen Zauber. Jetzt fragt mich bitte nicht, wo ich den her habe. Ich meine, ich habe den hier aus diesem Geschäft. Und der ist ziemlich mächtig. Weil nämlich für 30 Sekunden lang haben meine Schwertangriffe Range-Reichweite. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los und gucken, ob wir jetzt diesen Geist kloppen können. Ich hoffe definitiv. Aber was ich zuerst machen muss, ist, ich muss mir hier ein bisschen Energie holen. Also ein bisschen meine Killpoints, um diesen Zauber anwenden zu können. Wie ihr seht, ich krieg so gut wie, also ganz, ganz, ganz wenig Schaden. Ja gut, und ich habe mir ein paar Essenzen da unten links geholt, aber das ist ja nichts Neues. Weil, als ich gefarmt habe, habe ich extrem viel Geld gemacht. Ich habe jetzt immer noch 400, okay, das ist momentan nicht so wirklich viel. Aber ich habe schon einiges an Geld gemacht und das war schon ziemlich heftig. So, jetzt muss ich mal gucken, ich meine, das war hier dieser Geist, dieser Schutzgeist. Aber bevor ich da hingehe, muss ich wirklich... Oh, nicht hochfahren, nicht hochfahren, nicht hochfahren, nicht hochfahren. Nein! Boah, gerade noch so geschafft. Huh, lucky. Und zwar muss ich nämlich noch hier... Hier habe ich übrigens die ganze Zeit gefarmt. Hier in diesem Gang. Ja, genau, hier war der. Weil hier kann man immer eine schöne Anzahl an Monster, die auch ein bisschen XP geben. Und zwar brauche ich nämlich genug Killpoints, um die beiden Zauber zu machen. Den zeige ich euch einfach mal. Zack, wie meine Farmrunde war. Und zwar so. Und jetzt habe ich hier einfach diese Monster gekillt, die hier die ganze Zeit... Guck mal hier, 140. Das ist schon Schaden, der sich sehen lassen kann, ne? Da fällt mir ein, ich weiß nicht, wie viel ich das letzte Mal immer gemacht habe. Ich brauche aber auf jeden Fall mindestens drei volle Punkte da oben. Weil alleine zwei kostet ja schon der... Schwertzauber, den ich jetzt mal mache. Genau. Extra Schaden ist extra Schaden. So, mal Heilung machen. Mit dem neuen Stab. Ich meine, ich habe auch einen in Heal geskillt. Aber bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. So, immer mal gucken. So, 7 ist der Feuerstab. Und da kommen die nächsten. Zack. Und jetzt schön einen verwurzeln, dass ich noch ein bisschen die Killpoints aufbauen kann. Eigentlich müssten die doch jetzt fallen. Na gut, dann nochmal. Wie viel Schaden? Was zum Teufel? Warum kritte ich immer mit dem Stab? Moment. Hat das irgendwie was damit zu tun, weil das Skelette sind und das Magie? Also wenn ja, dann habe ich die ganze Zeit irgendwie falsch. Unglaublich. Ich habe die ganze Zeit falsch gelevelt. Weil hiermit critte ich immer. Da mache ich mehr Schaden als mit dem Dings. Als mit dem Schwert. Okay, das ist ein bisschen peinlich jetzt. Hat der denn irgendwie die Fähigkeit gegen Skelette oder ähnliches? Ja, muss ja mal gucken hier. Nee. Hä? Das verstehe ich nicht. Aber ich will mich nicht beschweren. So. Fast 3. Das passt. So, und jetzt können wir endlich darunter gehen, um zu gucken, ob wir diesen Wind oder diesen Lichtgeist, Companion holen können. Wir heilen uns mal voll. Ist natürlich wichtig. Und gehen jetzt darunter. Rüsten das Schwert aus, weil wir haben ja dann die Range-Attacke. Lol, hier ist nah. Wir haben nämlich jetzt die Range-Attacke. Und wir müssen den Magier aufhalten. Das heißt, ich werde wieder darunter springen und direkt den Magier gehen. Oh, lol. Da ist noch einer.
Das ist ziemlich egal. Warte mal, kommt der jetzt schon? Oder kommt der jetzt noch inzwischen? Ich will es nicht riskieren. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, ob das jetzt sofort kam oder nicht. Deswegen. Nee, kam noch nicht. Aber kann ich den nicht von hier schon eingeben? Tatsächlich. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich das Dings ausrüsten. Ja, ach, scheiß drauf. Ich müsste jetzt gleich umfallen. Zack, und da fällt er um. Ja gut, die ganzen Dinger habe ich ja jetzt schon. Die Treppen. Demnach ist das ziemlich egal. Aber das ist jetzt einfach nur so, jetzt nochmal voll heilen. So, und jetzt kommt das. Zack. Habe ich noch irgendwas, womit ich mich schützen kann? Arkanen-Schockers. Hitzeaura. Ich kann das mal machen. Gucken, vielleicht hilft's ja. Ah ne, noch nicht. Wo kommt das denn? Naja, gehen wir mal weiter. Wir ignorieren die jetzt mal elegant. Weil wir wollen ja eigentlich nur hier rein. Hä? Ist das nicht hier? Das war doch hier. Oder nicht? Habe ich mir jetzt gerade vertan? Ah, nee, da. Doch. Genau, so, da ist der Magier. Also müssen wir uns beeilen. Und dahin. Und go, 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 go. Aber go, 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 go. Und zwar, yeah, jetzt machen wir das hier. Und haben nämlich hier Zauber. Können nämlich auf Range gehen. Hups. Jetzt. Ach. Habe ich es jetzt geschafft? Naja, ich habe es nicht geschafft, weil ich bin gestorben. Okay, aber. Gut, jetzt muss ich es mit Magie machen. Okay. Versuchen wir es mal so. Neuer Versuch. Vielleicht. Ja, versuchen wir es jetzt mal mit Feuer. Oh, um. Zack, heilen, heilen. Okay. Okay, einen Versuch mache ich noch. Und zwar werde ich jetzt ganz langsam die ganzen Sachen erstmal killen. Vielleicht reicht es ja zeitlich auch. Das kann ja auch sein. Dass das quasi. Jetzt habe ich die Hitze auch. Jetzt habe ich den Schocker nicht benutzt. Oh shit, jetzt geht er weg. Aber das ist jetzt mein letzter Versuch. Dann komme ich nachher nochmal wieder. So, jetzt gehe ich erstmal hier runter. Und zauber die Rolle. Oh toll, jetzt geht der Zauber nicht, oder was? Zauber! Okay, der Zauber geht nicht. Ja, okay, das wird nichts. Okay, lassen wir das. Lassen wir das erstmal. Oh Gott, jetzt habe ich schon 3 Level gemacht. Naja, egal. Egal, gehen wir erstmal weiter. Machen wir das ein andermal. Mit Level 15 oder sowas. Also ich werde definitiv nicht noch weiter leveln. Ich werde jetzt erstmal hier weitergehen, um die. Was ist das eigentlich? Die Katakomben? Ne, die Katakomben sind das nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal hier weiter gucken, was hier gibt. Ich habe, wenn man das hier oben schon sieht, sieht man hier, dass hier ein goldenes Kästchen ist. Vielleicht brauche ich auch das zuerst. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das kann natürlich sein. Jetzt falle ich erstmal hier runter. Um hier drauf zu springen. Und wir fahren jetzt mal ganz hoch. Weil ganz oben geht's ja zu dem Kistchen. Das Kistchen habe ich übrigens bekommen, indem ich hier diesen Zauber angewendet habe. Die goldene Box, die ich mir damals mal gekauft habe. Wie weit fährt er hoch? Ja, der fährt noch höher. Sehr gut. Hallöchen. Fährt er noch höher? Nein, tut er nicht. Okay, aber hier wollen wir hin. Da ist sie, die goldene Box. Der nächste Zauberspruch. So, was muss ich für dich tun, Kollege? Talk to me, O Great Spirit. I invoke thee in the name of the power of Harnakon. Why do you invoke? It is the wish of the Great Lord that you. So you must be the chosen one. Ja, aber natürlich. What? You
already knew I was coming. Hanekon told me you were coming. Did you bring... Oh, Necronomicon, ach so. Necronomicon? You mean the Book of the Dead? The same. Without that book, I cannot grant you... Oh, Necromantie. Oh, great... In these catacombs exists a room with a great demonic red seal. Between the fifth and sixth candle, there is a secret entrance to the room where the net... Know that this book is chained. You must find the skull key. Chained. The keeper of these catacombs holds the key. One last thing. To cast the spell that... Yeah, ist klar. I will acquire the fucking spirits. They're all fucking spirits. Magic dust. What a bunch of yonkies. Okay, also den Staub habe ich schon mal. Harnakon is sending someone else to talk to this pure spirit. Yes, he must be someone very important to be worthy of. Anyway, I'd better hurry up before the real chosen one comes and the pure spirits. If that bastard appears before I get the Necronomicon, I can kiss necromancy goodbye. Ja, das kannst du wirklich. Also ich glaube aber auch, dass wir dann gegen den definitiv zu kämpfen haben. Okay, ja, super. Jetzt habe ich einen Schlüssel zu finden. Na, super toll. Ja, wobei das geht. So, na? Ah ja, so war das. Zack. Oh, hier geht's hoch. Hallo. Jemand zu Hause? Okay, wenn es da weitergeht, dann gehen wir da noch nicht lang. Gehen mal runter. Gehen wir mal hier lang. Hallo? Oh, hier sind ganz schön viele Augen. Das sind ganz schön viele Augen. Da rüste ich mir mal über die Magie aus. Und überlege, ob ich mir nicht mein irgendwas hole. Hier sind Dragon. Ach komm, wir holen uns mal Planty. Boah, der saugt ganz schön an uns aus. Bam, 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 bam. Oh, weg, 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 weg. Ich muss mich immer vor der Pflanze hinstellen, weil sonst stirbt die. Okay, die Pflanze ist Müll. Die Pflanze ist Müll. Und warum zum Teufel trage ich den Heal-Stab, wenn ich Feuer machen will? Ich bin ein Idiot. Ich bin und bleibe ein Idiot. Ja, jetzt aber. Ach, dich mach ich damit. So, hier. Komm, bam, bam. Alle Augen müssen runtergemacht werden. Aber ich glaube, dieses Siegel, wovon er gesprochen hat, dass das quasi dieser Raum ist, wo dieser Geist war. Also da, wo wir... Ach, der Schädel. Ach, das war der Schädel für das Quest? Cool. Okay. Hm, nicht schlecht. Ja, weil da war dieses riesige dämonische Siegel, ne? Das dachte ich mir nämlich. Jetzt gehen wir aber jetzt noch hier hoch, weil hier haben wir auch noch ein paar Sachen zu machen. Hallo. Aua. Aua, du Luder. Sneakt er einfach mit sich an mich ran, ey. Ja, boah, 500er Crit. Der war heftig. Geh kaputt, ihr blöden Dinger. Scheißköpfe. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Hallo? Oh, noch ein Quest. Hooray. Hi again. Here, the God of Light grants the opportunity to recover any item polymorphed by Dark. However, he will only grant his... To recover polymorphed items, obtain 100 divine favors and press action under the light. There are no morphed items to recover. Okay, aber was ist denn Holy Divine, dieses Divine Favor? Gibt's da irgendwie eine Anzeige? Sehe ich die gerade noch nicht? Servus! Ein Sturmschwert. Tja, das ist echt ein bisschen lächerlich. Hallo? Warum mache ich... Ah, ich wollte gerade sagen, warum mache ich keinen Schaden an denen? Wie wir uns Wind zu fächern. Aber das ist echt ein bisschen lächerlich, dass ich an den Skeletten mit meinem Stab ungefähr das Doppelte an Schaden mache, was ich mit meinem Schwert mache. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, das sind magische Wesen und der Stab hat magischen Ursprungs und so weiter und so fort. Weil ich das gar nicht scalen brauchen.
Das... Na, es... Ah, ich wusste es. Zack, zack. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt aber das Schwert schon ausgerüstet. So, zack, zack, zack. Aue. Seht ihr, wie krass das ist? Das ist schon richtig heftig. So, was bist du denn? When the soldier prayed before battle, Zolarius the Great said, no matter which god you pray to for protection, there will always be another man. You have discovered the challenge, the devil's number. Oh. The challenge is, carry 666 essences of each color, 666 coins, and 666 divine favors at the same time. Okay, also, bis auf diese Gunst, das ist kein Problem, aber was ist denn die, wo finde ich denn diese göttliche Gunst? Der Rest ist kein Problem, die Essenzen kann man kaufen, das Geld kriegst du so oder so. Das verwirrt mich jetzt. So, jetzt haben wir hier oben die Etagen fertig. Das heißt, wir können hier hin. Ja, wie gesagt, ich meine, dass dieses... Walks nicht erlaubt. Okay. Alles gut. Ach so, hier kam ich her. Okay. Gut. Dass der Raum da unten, dieser Raum ist, den ich suche. Es ist natürlich semi-optimal. Aber, naja, was will man machen? Der Shop ist übrigens gar nicht so schlecht. Hallo? Hallo? Oh, hier kommen noch halt Skelette. Kannst du mir hier erzählen? Boah, ihr Schweine. Hoch und Stab ausrüsten. Stab ausrüsten. So, und jetzt die Scheiße aus denen rausprügeln. Ach ja, mit der HP und der Rüstung ist das hier ziemlich cool. Das war jetzt ziemlich easy. Ja, also es gehört wie zu jedem guten RPG, dass man irgendwie ein wenig... Oh, meine Rüstung... Achso, die Rüstung beschädigt. Dass immer... Arkane, magische Essenz? Achso, ich wollte gerade sagen, warum ist das denn jetzt... Warum ist das grün? Aber es gehört zum Quest. Aber ich habe ja schon genug. Also, was ich sagen wollte, es gehört zu jedem guten RPG, dass man ein bisschen levelt. Dass es irgendwo mal einen Punkt in der Story gibt, wo man nicht weiterkommt, weil man einfach unterlevelt ist. Das kommt manchmal früher, das kommt manchmal später. Bei manchen Spielen ist das andauernd so. Ich weiß nicht mal, welches Spiel das war, aber ich hatte irgendein Spiel, das war einfach so krass hart, dass man... Moment, jetzt muss ich kurz mal Feuerstab ausrüsten. Dass man einfach einfach 50% der Zeit grinden musste. Gut, für manche ist Grinden nicht so schwer oder macht Spaß. Ich zum Beispiel, wenn ich grinde, mache mir ein bisschen Musik an oder höre mir ein Hörbuch und dann geht das. Aber es gibt Leute, die finden das nicht so geil. Und die sind auch sehr, sehr abgeschreckt davon. Wenn man, also ich finde, es gehört dazu. Und das muss so sein. Brennend. Na komm, wollen wir ein Brennduell machen? Holy Monkey! Holy Monkey! Okay, das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Mein Gott, sterbe ich heute wieder viel. Ey, das gibt mir ja mega auf den Sack. Ich sterbe viel zu viel. Ich sterbe viel zu viel. Boah, wie viel Schaden hat der denn gemacht? Das ist echt viel Schaden, den er gemacht hat. Aber der Tick-Schaden hat so viel gemacht. Das war der Grund, weil das Feuer so getickt hat. Ich brauche irgendwas, damit ich mich vor Feuer schützen kann. Aber was? Ja, kannst du Sachen einladen. Zack. Die sind cool, die kommen immer schön in der Reihe. Ist jetzt noch mehr? Aber ich kann mittlerweile auch schon ganz schön schnell casten, ne? Also ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das schneller geht. Vielleicht ist es ja wirklich so. Oh, einen Lebensfunke habe ich gekriegt. Wie nice. So, diesmal bin ich aber vorbereitet. Zack. Ich werde auch ein bisschen in Heilung skillen. Weil das definitiv nicht so schlecht ist. So. Warte mal. Oh, jetzt habe ich bestimmt irgendwelche Lampen vergessen, ne? Na, mit Sicherheit. Ja, hier. Schon mal eine. Dann war doch hier noch irgendwo eine. Genau. Dann weiß ich nämlich gar nicht, ob ich hier schon alles gehabt habe. Naja, weiter geht's.
Da ist nichts. Da weiß ich nicht, ob da was ist. So, und jetzt? Nein, nicht Eis. Feuer. Feuer. Und jetzt zuschlagen. Genau, das ist eine gute Kombination. Ah, gegen die Skelette ist das wirklich gut. Ja, und jetzt schon mal ein paar Feuerbälle hinterher schlingen. Ich weiß, da ist ja einer. Ah, der hat mich noch gar nicht gesehen. Ha! So geht man mit Feuer um. Arschgesicht. Kannst du mal sehen. Ja, bla 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 bla. Warum ist hier manchmal kein Stein? Das frage ich mich. Oh. Aber das geht. Es geht, es geht. Ne? Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Zack, und jetzt. Boah, hier sind wieder 100 Augen, ey. Was ist das? Oh, ein Räumchen. Kann man durch den laufen? Nein. Boah, nochmal eine Heilung. Wir wissen ja nicht, was uns in den Räumchen erwartet. Hallo? Hallo? Ah, warte mal. Zwischen 1, 2, 3, 4. Zwischen der 5. und 6. Hier? Aber hier ist kein dämonisches. Schade. Ah, ne, Fackel hieß es ja auch, ne? Wo führt's uns hier hin? Holy. Wow, der ist creepy. Boah, der war gerade creepy. See is not me, but a projected image of myself. Moreover, gods lack limitations that pure spirits have. I have been watching how you fight against the shadows and undead. Thanks. By the way, by using light, I will be able to destroy any sort of If you are talking about the shadow that you wear trapped in your body that you named Zira, yes, you will be able to kill it. Although very soon you will discover The magic of light has been added in your character sheet, and you have been given the prayer, Bolt of Light. Prayers of light require divine favor instead of magic essences. You directly accumulate divine favor by killing undead. The more you destroy, the more prayers you will be able to perform. Das ist ja mega. Boah, hab ich mich aber echt gerade ein bisschen erschreckt, weil der direkt so quasi godlike durch die Kamera guckt. Wow, also das ist jetzt echt, verschießt ein Lichtbolzen, ja, okay, dann werde ich den mir mal hier runter auf die 4 ziehen. 500 Schaden, okay, Gott, boah, da hat es mich aber echt jetzt gerade ein bisschen zerrissen. Aber nicht schlimm. So, hatte ich jetzt hier eigentlich, ah ne, die Karte war nicht verfügbar. Und jetzt erklärt sich auch, wieso ich 666 Divine etc. haben musste. Was machst du da? Was machst du da? Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich hier die Magie nehme. So, aber ich würde sagen, das passt schon ziemlich gut so. Wir haben jetzt eine neue Aufgabe, wir müssen Necronomicon finden aus Tanz der Teufel, wer den Film gesehen hat. Wir haben göttliche Macht bekommen. Das macht man auch einfach nicht so am Wochenende. Und wir können schauen, dass wir definitiv weiterkommen unten in den Katakomben. Viel ist das ja nicht mehr. Ich würde sagen, wir haben hier noch 1, 2, vielleicht noch 3. Ja, maximal 4 Dinger. Viel kann da also wird noch einiges sein, aber viel kann da ansonsten nicht mehr sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Ah, Logging Axe war klar. Na gut, hier sind natürlich jetzt keine Stöcke. Die kriege ich jetzt da auch gleich mal los. So. Jump!